So, Freunde, Hukain hat nicht nur kühle Steine, sondern auch Minzesteine. Die sollen einfach einen Minze-Flavor jedem Tabak geben. Und ihr seht, die habe ich auch noch gar nicht probiert. Das ist jetzt heute das erste Mal. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ich rieche mal kurz dran. Und ja, das riecht extrem lecker nach Minze. Da haben wir auch nichts anderes erwartet. Und den Tabak, mit dem ich das verwende, ist jetzt etwas merkwürdig. Ich nehme den Hukains Mint, einfach weil ich Bock drauf habe. Ich weiß, es ist nicht das Beste zum Vergleichen, aber wenn ich wieder mal Doppelapfel habe, werde ich da auf jeden Fall die Steine reinhauen. Und ja, diesmal werde ich auch die Steine in die Mitte machen, zwischen den Tabak. Und dann schauen wir mal, wie das laufen wird. So, ich habe jetzt den Tabak einfach so mittelhoch gebaut und jetzt schmeiße ich hier auch wieder mal etwa 5 Steine rein. Und dann mache ich nochmal eine Schicht Tabak drüber. Huch, das sind jetzt etwas mehr als 5, aber ja, das schadet nicht. Und jetzt schließe ich oben einfach ab mit noch einer kleinen Schicht Tabak oben drauf, damit die Steine etwas bedeckt sind und nicht gleich von Anfang an die volle Hitze abkriegen. Ich mache das kurz nicht im Zeitraffer, damit ihr das auch mal wieder etwas besser seht, wie ich das Ganze hier baue. Es ist etwas schwierig mit den Steinen hier, damit da nichts übersteht und so. Muss man sich etwas dran gewöhnen, aber normalerweise macht man da auch nicht so viele Steine rein, wie ich jetzt da reingemacht habe. Und ja, ich denke, so wird das laufen. Wie immer mache ich kurz den Rand sauber hier und dann spanne ich die Alufolie drüber und dann sehen wir uns auch schon beim Fazit zu der Mischung hier. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Also das Ganze läuft wieder mal super, ja. Aber es war wirklich nicht die schlauste Idee, diesen Tabak zu wählen für die Steine hier, weil der ist ja an sich schon sehr minz- und kühlelastig. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, dass es nochmal ein Ticken kühler und minziger ist, aber schlechter Tabak zum das testen. Ich denke, ich werde die Steine mal noch mit einem, wie gesagt, mit einem Doppelapfel oder so testen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Aber ja, ich nehme einfach mal an, dass das dann auch einen guten Minze-Flavor dazu gibt. Wie gesagt, so schwer zu sagen. Schmeckt trotzdem extrem gut. Den Tabak liebe ich ohnehin über alles. Also den habe ich das letzte Mal innerhalb von einer Woche mindestens leer geraucht. Und der hier sieht auch schon wieder ziemlich leer aus. Also das Mint, wenn ihr den noch irgendwo bekommt, könnt ihr ohne Probleme zuschlagen. Schmeckt sehr, sehr geil. Und ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.